Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Spyro. Ja, wir machen weiter. Erstmal mit den, ja, was wir machen können. Weil hier ist, scheint wohl ziemlich so zu sein, dass wir nicht alles machen können. Weil wir müssen ja auch erstmal jetzt irgendwie Jäger retten und das andere nicht machen noch. So, Handbuch. Also, die verlorene Flotte haben 68% durch die Säure schwimmen. Also in der Säure haben wir irgendwo ein Ei vergessen, das ist, werden wir wohl noch irgendwo finden. Und Feuerwerksfabrik fehlen noch auch zwei. Frostaltäre haben wir also komplett, also schön. Da ist das. Würde ich sagen, das wollt ihr machen jetzt. Bezaubernder irgendwas. Na, gucken wir, ob wir das auch komplett schaffen. In der Regel habe ich bisher gemerkt, so ein bis zwei Level im Schnitt, die wir nicht direkt machen können, weil wir irgendwie entweder eine andere Person brauchen oder irgendeiner gerettet werden muss noch. Aber jetzt, also ich schätze mal, die Flotte hätten wir machen können, wenn wir schon Jäger befreit hätten. Aber die Frage ist, wann können wir Jäger befreien? Das ist eine gute Frage. Vor allem die Level werden auch ziemlich lang. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Die bösen Katzenzauberer von Felinia haben unser Schloss gestürmt und unsere Prinzessin entführt. Wenn wir sie nicht aufhalten, muss sie Prinz Azrael heiraten. Ja, vielleicht will sie es auch sogar. 600, wir haben schon 6 Edelsteine. Okay. 6 Edelsteine und 6 Eier brauchen wir. Das war sogar das. Ach nee, das war das Level, das Glückslevel. Das weiß ich noch. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Oi. Oh, hi. Warum bist du größer geworden? Wie wird wieder kleiner? Kleiner hat mir besser gefallen. Ball. Mut, wie schnell schießt denn der? Okay, das lief gar nicht gut. Aber okay. So ein Level-Start wollen wir auch mal haben. Oder ein, ja, Session-Start. Aber okay, ja. Ich glaube, die Unbesiegbarkeit kriegt man hier, glaube ich, nicht. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Ja. Ist etwas härter, der Spyro. Na, hier geht's her. Da geht's definitiv nicht her. Das geht sogar da oben her. Da sind auch Edelsteine. Da in der Luft. Alter. Okay, was ist denn hier los? Ich habe ihn jetzt schon zweimal erwischt worden. Das ist gar nicht gut. Die schießen sehr schnell. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert. Ich konnte jetzt nicht umrennen, ich konnte nicht ansprühen, obwohl ich angesprüht habe. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber okay, das regeln wir jetzt mal. Ey. Warum kann ich ihn nicht anfauchen? So, wie mache ich dich glatt? So. Und verliere ich keine Edelsteine? Haha, endlich mal. Wir haben es mal geschafft, durchzukommen hier. Schnell, Spyro. Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Ja. Guten Tag. Ich weiß, wen ich treffen muss. Hin. Alter, was verkettet euch? Ich muss eigentlich mal hier was
um Sparks zu heilen. Ich höre doch einen Frosch. Da ist ein Frosch. Ich mache jetzt mal einen Kauf. Den Weg halt nochmal latschen, aber okay. Bam. Nicht mit Spyro jetzt mal. Jetzt kommen wir mal voran hier. Das wird nämlich noch schwierig genug hier. Genau, danke, dass mich. Ah. Nehme ich in Kauf, ich bin noch vorbei. Hehehe. Manchmal muss man eine Verletzung in Kauf nehmen. Was will denn der Geldsack hier? Die Geldsack ist mittlerweile neben Level, ey. Ah, wohl, Leben kriegen wir zurück. Heute ist ein Glückstag, Spyro. Die Zauberer und ich haben einen Deal ausgehandelt. Für eine kleine Gebühr helfen sie dir, die Treppe zu heben. Und lassen dich weiter. Das ist aber nett. Eine weise Entscheidung, Spyro. Ich sage den Zauberern, sie sollen die Treppe hochziehen. Und viel Glück bei der Rettung der Prinzessin oder was auch immer. Ja, sehr nett. Aber sinnvoll ist, was der macht. Was hat der denn da rumgerannt? Ach, die haben ihn angegriffen. Sind die jetzt auf meiner Seite? Okay, ich bräuchte mal wieder ein Fröschlein. Was man hier nicht findet. War mir irgendwie klar, nein. Könnt ihr bitte mal, danke. Aber toll verhandelt, ey. 600 Ocken ausgegeben für, damit die Brücke mal 50, oder die Treppe mal 5 Sekunden offen bleibt. Da kommen wir hoch. Prinz Azrael und seine Katzenarmeen wollen unsere Prinzessin entführen. Macht euch auch nicht immer viel Sorgen. Komm schon eigentlich wieder hoch. Naja, Steppe. Das tut weh, das sieht aus wie. Was, es sieht aus wie Wasser, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Alles klar. Alter. Ich hätte mal wieder einen Frosch. Ja, ein Frosch ist das ja. Damit ich nicht vielleicht immer so sterben muss, so schnell. Ich habe Prinz Azrael ins Schloss laufen sehen. Wir müssen ihn stoppen, bevor er die Prinzessin erreicht. Sorry. Das ist nicht nett. Ich hab nix. Das heißt, wir werden vermutlich das Leben verlieren. Nein. Ja, ich hab gesagt, ich verliere das Leben. Man weiß in dem Moment ja nicht, was da abgeht. In dem Level. Aber das war es vorher zu sehen. Also mit null. Ohne Sparks da reinzugehen, ist nicht so clever. Warte, von hier aus soll ich starten jetzt. Wow, das war aber haargenau gelandet. Nein. Nein.
Ui. Edge. Okay, fliege ich auf die andere Seite, aber egal. Mach die Tür auf. Diesmal haben wir viermal dürfen getroffen werden. Das sollte funktionieren, falls man nicht automatisch von dem getroffen wird, die ganze Zeit. Bin die ganze Zeit drin. Haha. Da war ja noch klein. Da ist ein Frosch. Feuerwerk zur Hochzeit. Ob geplant oder ungeplant. Okay. Da ist ein Frosch. So, jetzt sollten wir alles haben und dann geht's da rein. Hey. Einfach einen Gegner in den Rücken zu wenden, ist manchmal auch nicht clever, aber auch gleichzeitig von hinten anzugreifen, ist auch ein bisschen fies. Hi Spyro, ist Prinz Azrael nicht süß? Die anderen Feen und Zauberer lassen uns nicht heiraten, also werden wir durchbrennen. Übrigens, Azrael sagt, du kannst dieses Ei haben, wenn du keinem sagst, wohin wir gehen. Bakura. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, also naja. Jetzt brennen die durch. Okay, damit haben wir eigentlich so gesehen das Level abgeschlossen. Aber ich möchte es auch für 100%. Ich räume erstmal auf. Alles Gute, Feen sind jetzt trotzdem gut und die Dings böse, die Katzen. Ah, mit dem Pinguin. Ich würde gerne bleiben und plaudern, aber ich bin spät dran für eine Verabredung mit einer Fee. Sie ist nur eine Freundin, okay? Es ist eine rein platonische Beziehung und sicher kein Verstoß gegen das militärische Protokoll. Wie? Warum siehst du mich so an? Der sieht dich ganz normal an. Du hast dich nur doof duselig geredet. Wo hast du gesteckt, James? Wir wollten uns vor einer Stunde im Tempel treffen. Und komm mir nicht wieder mit dieser Angelegenheit in der nationalen Sicherheit, Leier. Obwohl es eigentlich keine Rolle spielt. Der ganze Tempel ist voller fieser Katzenhexen. Wir müssen unser Date absagen. Es sei denn, du willst gegen sie kämpfen. Das hätte ich gefragt. Wir sollen kämpfen. Okay, das scheint bisher relativ einfach. Wo ist die letzte Katze? Oi! Die Katze ist gefährlich. Jawohl. So, diese Raketenwerfer sind also doch nicht nur Dekoration. Tja, ich hoffe, du bist zielsicherer, als du pünktlich bist, denn es sind noch viel mehr Hexen im Tempel. Okay. Erstmal pushen wir Sparks auf. 10 Stück weg. Krieg mal angreifen hier. Muss ich aufpassen, dass man die nicht die ganze Zeit getroffen wird. Nein! Komm ich auch raus? Nein, ich komm nicht raus.
Hey! Hey! Wie viel soll ich denn jetzt? Ich bin von dem einen Attacke noch ein bisschen betäubt, da bin ich immer noch extra genommen, nochmal getroffen, ey. Das war fies. Komm, man trifft ihn immer so gut. Man verliert so ein Leben, ich weiß. Du gesteckt, James. Wir wollten. Ich weiß, warum ich jetzt die ganzen. Quatsch, man muss alles auf einmal machen. Die fliegen ganz in die Raketenwerfer. Warum endlich haben wir meinen getroffen? Hochziehen! Oh. Ey! Alter! Haha, kann ich genauso. Raketenwerfer sind also doch nicht nur dekorativ. Nee, jetzt muss man erstmal versuchen, wieder Spark aufzupushen. Indem er direkt daneben ist und nicht der. Okay, jetzt kommt der schwierigere Teil. Eigentlich kannst du nur umballern. Sturz! Wow, das war knapp. Treff diese Katze! Hui! Zwei Katzen noch. Ich kann sagen, das müsste doch machbar sein. Wo ist jetzt die letzte? Jetzt treff doch, jawohl. Ich bin beeindruckt, James. Es sind aber noch ein paar Hexen übrig. Und diesmal meinen sie es ernst. Sie haben sogar den Boden in tödlichen blauen Schleim verwandelt. Sei vorsichtig, okay? Okay, jetzt muss ich erstmal Sparks aufpushen. Schleim? Das ist Wasser. Kannst du ihn anvisieren? Hui! Ich bin sehr hoch. Ey! Darf nicht mehr getroffen werden. Nein! Bitte sag mir nicht, ich muss alles neu machen. Oh, Mann. Das kann doch echt nicht wahr sein. Alles neu. Und wir verlieren sogar Leben. Ja, müssen alles neu machen. Ach, der ist einfach zu langsam. Boah. Hui. So, diese Raketenwerfer sind also doch nicht. Nee, sind Sachen, die man nutzen kann. Hey, jetzt komm. Ich habe gemerkt, wenn die direkt auf einen zufliegen, hat man gute Chancen.
wenn man treffen würde. Jawohl. Decke ist sehr ungünstig. Der landet halt sehr, sehr langsam, ne? Huhu. Ach, noch zwei. Landung. Treff die letzte. Der letzte Treffen ist relativ schwierig noch. Ja, jetzt pushen wir nochmal erst Sparks auf. Jetzt sind wir nämlich gelb. Braucht man aber nur so tun, damit auszuweichen. Aber läuft gut. Nee, du triffst mich nicht. Haha. Nee. Ja. Sieht gut aus. Ach, noch zwei. Wir sind immer noch nicht erwischt worden. Eine, also das muss aber jetzt funktionieren, oder? Jawohl! Du hast es geschafft, James! Ich wusste, dass du nicht ohne Grund der Anführer der Kolibri-Widerstandsbewegung bist. Jetzt haben wir den Tempel für uns. Aber zuerst habe ich ein Geschenk für dich. Abby! Das ging schnell. Ne?